Ich glaube, es ist absolut kein Geheimnis mehr. Ich bin einfach nicht mehr der Jüngste. Und vor allem mein Rücken erinnert mich regelmäßig daran. Immer dann, wenn ich morgens aufstehe, wenn ich zu lange gepennt habe oder auch einfach zu lange tagsüber im Büro am Schreibtisch saß. Und ja, es hat tatsächlich viele Jahre gedauert, dass ich mich zu einer solchen Kooperation dieser Art durchringen konnte, da ich immer wieder dachte, brauche ich jetzt noch nicht, aber jetzt mit weit über 40 Jahren und dem Wunsch, mein Studio sowieso ein wenig umzustrukturieren, hat sich meine Meinung dann doch geändert. Es kam Destronic, also der Sponsor des heutigen Videos, deswegen steht hier oben natürlich auch dort müsste es sein, jetzt Werbung und fragte mich nach einem Test des elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisches Home Pro. In diesem Video zeige ich euch, was das Teil so drauf hat, welche Funktionen es bietet, wie der Aufbau abläuft und ganz wichtig, was der Spaß natürlich auch kostet. Also bleibt dran! Ich wünsche euch viel Spaß. Starten wir mit den Basics. Was kostet der Tisch und in welchen Variationen gibt es ihn? Wie bei den meisten Herstellern gibt es immer mal wieder Rabattaktionen, sodass ihr den Schreibtisch teilweise bis zu 25% günstiger bekommen könnt. Schaut aber auch gerne mal bis zum Ende des Videos, denn da werde ich euch nochmals einen höheren Rabatt zum Black Friday einblenden. Der Schreibtisch ist in vielen Variationen erhältlich. Für das Gestell gibt es zum Beispiel die Farben Schwarz, Weiß und Grau. Dazu kommen noch 5 Tischplattenfarben, nämlich Walnuss, Eiche, Weiß, Schwarz und ebenfalls Grau. Und größenmäßig ist dann auch für jeden etwas dabei, von 120 cm in der Breite und 60 in der Tiefe bis hin zu 200 x 80 cm. Aber das Modell, das ihr hier im Video seht, ist die größte Variante mit schwarzem Gestell und eichefarbener Platte. Dabei sind natürlich die Tischplatte, die Steuerelektronik und das Gestell inklusive. Optional gibt es auch noch einen Kabelkanal für ca. 30 Euro, eine Schublade für rund 30 Euro und eine Monitorhalterung für knapp 60 Euro. Die zeige ich euch später auch noch. Zum Aufbau, der Tisch kommt in 2 Paketen, eines enthält die Tischplatte, das andere das Gestell und das Zubehör. Die Pakete wiegen zwischen 15 und 30 Kilogramm, also ist es schon definitiv hilfreich, wenn man zu zweit ist. Ich habe es alleine geschafft, bei 1,90 Meter Körpergröße und etwas mehr als 100 Kilogramm sollte dies aber auch dann kein Problem sein. Wenn ihr den Karton öffnet, sieht es vielleicht erstmal nach viel Arbeit aus, aber keine Sorge, die bebilderte Anleitung ist richtig gut gemacht. Die Schrauben sind in markierten Beuteln sortiert, sodass ihr immer die richtige findet. Zudem fand ich auch die Wertigkeit super und falls mal eine rund gedreht oder nicht richtig packen sollte, in jedem Beutel gibt es immer noch eine extra on top. Zuerst befestigt ihr die beiden Hauptfüße, in denen die Motoren sitzen und montiert dann das Untergestell für den Schreibtisch. Das sind zum einen die beiden motorisierten Tischbeine, Verstrebungen unter der Tischplatte und Auflagen links- und rechtsseitig. Danach legt ihr die Tischplatte mit der Oberseite nach unten auf eine saubere Unterlage. Am besten eignet sich natürlich auch hierfür der Karton der Platte. Dann schraubt ihr das Gestell an die Platte. Hier gibt es insgesamt 11 Bohrungen und alle lagen perfekt übereinander. Ob ihr einen Schraubendreher oder auch einen Akkuschrauber nutzt, bleibt natürlich euch überlassen. Ich persönlich empfehle, bei der Feinjustierung auf Nummer sicher zu gehen und dann von Hand zu arbeiten. Der Aufbau hat dann bei mir mit kleinen Pausen etwa 45 Minuten gedauert. Es ist wirklich selbsterklärend und ich hatte nie das Gefühl, wie es zum Beispiel beim großen Schwedenhaus immer mal wieder vorkommt, die Segel streichen zu wollen. Sobald dann die Hardware steht, geht's an die Elektrik. Links und rechtsseitig am Steuermodul habt ihr je einen Anschluss für die beiden Motoren. Diese sind in den Standfüßen integriert und für euch eigentlich nicht sichtbar. Dazu kommt noch der Anschluss für das Netzkabel und das Steuerelement, das ihr vorne am Tisch anbringen könnt. Ihr könnt das Steuerungspanel entweder links oder auch rechtsseitig montieren. Das lässt sich dann auch nachträglich noch ändern, falls ihr es irgendwie anders haben wollt. Um dann Kabelchaos zu vermeiden, gibt es auch noch Verbindungslaschen, mit denen ihr die Kabel ordentlich zusammenführen könnt, damit nichts auf dem Boden herumhängt oder stört. Lasst uns an dieser Stelle mal kurz über die Verarbeitung sprechen, denn wenn man mehr als 600 Euro ausgibt, erwartet man natürlich auch ein hochwertiges Produkt und das nicht nur im Design, sondern natürlich auch in den verwendeten Materialien. Die in Europa designten Produkte von Desktronic haben gut verarbeitete Schweißnähte, aber auch der Metallkorpus der Standfüße sind in einem absolut hochwertigen Zustand. Was die Grunddaten des Schreibtisches angeht, ich habe es eben schon mal ganz kurz erwähnt, dass ich 1,90 Meter groß bin und der Schreibtisch lässt sich in einem Bereich von 62 bis 127 cm stufenlos verstellen. Bei mir zeigt er im Minimum 63,5 cm an und im Maximum 128 cm. Momentan ist der Tisch auf 75 cm gefahren. Laut Hersteller soll dann der Tisch in weniger als 6 Sekunden auf die gewünschte Höhe fahren, was bedeutet, dass er mit 50 mm pro Sekunde, also 5 cm pro Sekunde, hoch oder herunter fährt. Natürlich bedeutet das nicht, dass er in 6 Sekunden von ganz unten nach ganz oben fahren kann, aber ich habe es mal für euch getestet. Das komplette Hochfahren hat dann bei mir etwa handgestoppte 13 Sekunden gedauert.
dauert genauso lange wie dann das Herunterfahren. Aber auch die Tischplatte selbst ist wirklich top verarbeitet, 25 mm dick mit einer Laminatbeschichtung und weder an den Kanten noch an den Rundungen habe ich irgendwelche Material- oder auch Verarbeitungsfehler entdecken können. Destronic gibt an, dass der Tisch bis zu 160 kg tragen kann, was bei einem normalen Schreibtisch-Setup eigentlich kaum ausgereizt wird. Außerdem sollen die Motoren bis zu 20.000 Zyklen bei intensiver Nutzung durchhalten. Der Tisch wird also über das kleine Bedienfeld gesteuert, das unter der Tischplatte angebracht ist. Es hat ein kleines digitales Display, das die aktuelle Höhe anzeigt, zwei Pfeiltasten für das Hoch- und Runterfahren sowie drei Speichereinstellungen. Wenn ihr die perfekte Höhe gefunden habt, zum Stehen oder auch zum Sitzen, drückt ihr einfach die M-Taste, wählt eine Ziffer aus und die Höhe wird gespeichert. Um den Tisch dann auf diese gespeicherte Höhe zu bringen, müsst ihr diese Taste allerdings gedrückt halten. Automatisch wäre es natürlich irgendwie cooler gewesen, aber ich vermute einfach, dass aus Sicherheitsgründen auf diese Funktion verzichtet wurde. Ein weiteres nettes Feature, diese Steuereinheit hat direkt Ladeanschlüsse. Auf der rechten Seite gibt es einen normalen USB-Anschluss, auf der linken Seite dann einen USB-C-Anschluss. Einfach praktisch, um dann auch mal Geräte direkt am Tisch aufzuladen. Warum habe ich mich allerdings für dieses Modell und auch für diese Größe entschieden? Erstens brauche ich beim Film immer wieder viel Platz, um Technikprodukte vernünftig in Szene setzen zu können. Dafür ist der Schreibtisch mit 2 Metern Breite und 80 cm Tiefe einfach perfekt. Außerdem passt er auch farblich super in unser Haus, in dem bisher meist grau, schwarz oder auch weiß dominieren. So ist Eichefarben mal wieder was komplett anderes. Und um das Ganze nicht zu dunkel wirken zu lassen, habe ich mich für diese eichefarbene Tischplatte und nicht für Walnuss entschieden. Der Tisch steht dann direkt unter meinem Setup mit der Top-Down-Kamera, sodass ich jetzt auch mal Unboxings im Stehen filmen kann, aber auch mal praktisch, wenn der Rücken mal wieder nicht mitmacht. Dank der Höhenverstellung kann ich dann zudem die Kameraperspektive noch näher an die Produkte heranbringen, was vorher nicht so einfach möglich war. Und zu guter Letzt eröffnet mir natürlich dieser höhenverstellbare Tisch weitere Möglichkeiten, um in Zukunft noch flexibler Videos zu drehen. Natürlich ist es auch so, dass ein komplett kabelsalatfreies oder auch absolut cleanes Setup auf dem Schreibtisch zu erreichen nicht ganz so leicht ist, aber mit der Schublade, die ich auf der linken Seite hier unter den Schreibtisch montiert habe, wo ich schnell mal allerlei Krimskrams verstauen kann und dem zusätzlichen Kabelkanal auf der Rückseite, sieht es dann auch bei mir deutlich aufgeräumter aus. Damit sind dann auch die meisten Kabel, obwohl ich den Schreibtisch noch gar nicht so richtig verkabelt habe, weil ich ihn hauptsächlich zum Filmen nutze, komplett aus meinem Schreibtisch-Setup verschwunden. Und das Beste daran, auch unterhalb des Schreibtisches sind sie ordentlich sortiert bzw. sauber verlegt. Und jetzt zum Black Friday werdet ihr sogar noch attraktivere Rabatte bekommen. Schaut deshalb nochmals gerne in die Videobeschreibung und verwendet den hier eingeblendeten Rabattcode, womit ihr nochmals 25 Euro pro Bestellung sparen könnt. Ich habe nun den Schreibtisch rund 2 Wochen im Einsatz und hatte bisher noch nicht das Gefühl, dass er in irgendeinem Bereich Makel hätte oder auch schlecht verarbeitet wäre. Für mich bietet er definitiv einen Mehrwert und ein Gadget, das ihr auch in zukünftigen Videos definitiv noch sehr oft sehen werdet. Und genau damit bin ich am Ende mit meiner Vorstellung des Destronic Home Pro in der breiten Ausführung von 2 Meter mal 80 cm. Bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr natürlich auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao.